Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaft Simulator 2015 LS15 mit meiner Wenigkeit, den durchgedrehten Treckerfahrer. Brumm, 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 brumm. Nee, da. Brumm, 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 brumm. So, wir holen uns jetzt die Häckselmaschine. Oh. Haben wir bummig gemacht. Ja. Da im Wald haben wir die zwei Hänger schon abgestellt. Ich hoffe, dass das mit den Hängers geht. Ja, haben wir ein Problem, Mama. Ja, es war ja eigentlich jetzt nicht geplant, dass wir das machen, aber wir kriegen jetzt diesen blöden Auftrag da. Außerdem machen wir dann auch wirklich mal ganz was anderes. Wir haben die ganze Zeit immer nur Mähdrescher, Heu einfahren, Mähdrescher, Heu einfahren. Irgendwann hat man auch keine Lust mehr. So. Jetzt gehen wir wieder dahin. Plupp, 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 plupp. Und das wäre der. Ja, die können wir uns ja nicht leisten hier. Guckt euch die mal an. Das ist dieser Transporter. Und das ist der andere. Und das Ding hätten wir jetzt gerne. Guck, kriege ich sogar für 10% billiger. Kaufen. Denke. Dann brauchen wir noch zurück. Eine Kettensäge. Nehmen wir. Die hatten wir vorher, ne? Nehmen wir mal die jetzt. Kaufen. Dankeschön. So. Wir haben immer noch 27.000 über. Alles klar, da kann ich im Trecker drin sitzen bleiben. Okay. Boah. Häcksler anschalten. Ah, zuerst ausklappen. Also ich muss sagen, dass der ganz schön in die Knie geht jetzt hier. Habe ich da entweder noch die Handbremse angezogen oder so? Oh Mann. Oh Mann. Bei Bäume fällen geht ja ruckidizuck. Das haben wir ja oft genug jetzt herausgefunden schon. Ach du Scheiße, Alter. Ich probiere gleich die Hänger auch daran zu hängen. Vielleicht klappt das. Na komm jetzt. Alter, das ist so schwer, kann das Ding doch nicht sein. Da muss ich mal den Jens fragen. Na, fahr ich doch mal hin hier, ne? Ja. Ich kann ja wohl nicht sein. Ja, komm jetzt. Oh. Ich ging ja was lang, ich habe mit dem Ding da dran. Wir fahren jetzt nur bergauf. Alter, hör doch mal auf zu rutschen. Guck, den kann man so schön ausfahren während der Fahrt. Könnte auf jeden Fall interessanter werden oder viel schöner werden, wie vorher mit dem Hänger. Da alles draufladen, hinfahren. Vielleicht brauchen wir jetzt einmal nur die Bäume fällen. Ja, und dann ganz ruckidizuck mit dem dann da hinfahren, aufheben. Ich weiß nur, dass ich im Forum gelesen habe, man kann angeblich nicht ganze Bäume da reinschieben. Man muss sie teilen. Das werden wir natürlich gleich sehen. Ob das wirklich an dem ist. Ja, das weiß ich ja halt noch nicht. Noch nie damit gespielt. Ich habe das nur im Forum gelesen. Oh, oh.
Ha! So. Das ist das Mega-Gespann von Glabur. Hallo Motorjäger. Hallo Kevin. Bist du mein Freund? Jo. Die ist aber ganz anders vom Geräusch. Baumfeld! Okay. Wir probieren das jetzt erstmal mit einem Baum. Fahren wir mal ein Stückchen weiter. Jo. Dann fahren wir die Füße aus. Nur mal den richtigen Gerät für aussuchen. Hä? Hey. Nee. Stützen ausklappen. X bitte. Haben wir mal das Rohr ausfahren, Mudi. Piep. Da müssen wir den Häcksler anschalten. Ach du Scheiße. Das Ding macht ganz schön Dampf. Doch sag ich euch, du. So. Okay. So. Oh. Der geht ganz schön weit. Okay, ich hab nichts gesagt, du. Können wir den gar nicht so weit sinken? Ah, warte mal. So, ne? Ha. Bin ich ja doch nicht so blöd, wie ich aussehe. So. Dann müssen wir so machen. So. Na komm. Nö. So. Ja, Kevin, das wird nicht funktionieren. Also auf gar keinen Fall wird das funktionieren. Da müssen wir erstmal hier einen Schnitt machen. So. So wird das gehen. Ganz einfache Kiste, du. Nö. Hexe anschalten ist B. So. So. Wie soll ich das jetzt machen? So. Das ist gar nicht so einfach, du. Also, echt nicht. Ja, friss ihn doch. Liebes Spiel. Hör auf zu flippen. Juhu! Hai frisst! Und das geht ganz schön schnell. Okay, wir fahren jetzt mal ein kleines Stückchen weiter. So. Okay, also funktionieren tut's. Wir müssen den ein bisschen länger machen. Jetzt habt ihr wieder was zu lachen. Hier, guckt euch mal den Glabur an. Der quält sich wie verrückt. Na komm. Jo. 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 Jetzt drehen wir den ein bisschen nach da. Einfahren. Ein bisschen nach da. Das Ding ein bisschen drehen. Runter. Meh.
Geht doch. Und gar nicht so schwer. Finde ich jetzt. Also ich muss euch das jetzt ganz ehrlich sagen, das geht ruckidizuck. Ja. Oh, ey, ich bin der Baumklettler. Na komm. Nee, grün muss ich haben, bitte. Grün, bitte. Ah, jetzt. Baum geplumpst. Jetzt kümmere ich mich gleich darum, dass wir hier gleich ein paar mehr Bäume fällen. Dass wir uns darum nicht kümmern müssen. So. Dann gehen wir bei. Schneiden die ungefähr hier durch. Ich weiß nicht, wie lang der jetzt ist, aber... Im Ganzen schafft er das Gerät halt nicht. Ist ja auch nicht so wild. Das ist ja auch alles okay. Alles klar, haben wir auch. Sehr schön. So, weiter geht's. Nächster Baum. Schwupps. Baum fehlt. Gott. Na komm. Brrr, Pferdchen. Brrr. So. Zack. So. Ziehen wir hier richtig einen dran lang. Zack. Ich sehe nichts. Ich hoffe, dass es klappt. Jawohl. Zack. Nächster Baum. Hier. Zack. Alter, da überhaupt. Brrr. Haben zwar jetzt viel zu tun, aber wir schaffen das. Zack. Jawohl. So. Die fahren wir jetzt erstmal alle ein. Dann müssen wir hier erstmal hier wieder. Oh. Hallo? Mein blödes Mikro hat da gerade mal den Sittich gemacht. O für Rohr einfahren. Und Häcksler. Wie war das? X. Ja, wir müssen ja erstmal den jetzt wieder auf Position fahren, ne? Jo. Jetzt müssen wir den natürlich darüber heben. So, was, wir stellen uns erstmal hier hin. So. X. O. Gas und Spaß. Ein bisschen rauszoomen. Hab ich den nicht geteilt, den Baum? Sieht fast so aus, ne? Doch da. Da ist der Schnitt. Alles klar. Dann so. Nach da drehen. Und her. Schuhklappen, Mutti. Einfahren. Drehen. Anschalten. Stützen, Häcksler anschalten. B war's. So. Oh.
Nimm den doch. Du kleiner Pipi-Mann. Wofür ist denn da so ein Band, wenn er den nicht frisst? Hä? Jetzt flippt er wieder. Es ist doch jetzt nur ein Scherz, oder? Alter! Ich bin ein Flipflap. Ich flippe gern. Es ist doch nicht so einfach. Die anderen Beine hatte ich jetzt wahrscheinlich mal Glück mit, oder? Ihr lacht euch wahrscheinlich schon ins Fäustchen. Aber bei 2000 Leute, ja, nur wenn ich einen Hänger voll kriegen würde, oder zwei Hänger voll kriegen würde, das wäre schon richtig episch. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen, vom Geld. So. Jetzt bräuchte ich doch einfach nur so schieben. Ich raff es nicht. Der ist zu kurz, oder was? Warum flippt die Sau denn immer? Das kann doch jetzt nur ein Scherz sein, oder? Ich bin zu blöd, das Teil vernünftig zu bedienen anscheinend. Oh, den habe ich nicht geschnitten. Doch, aber falsch geschnitten. Och Mann. Was mache ich denn? Den kriege ich ja niemals so reingedrückt. Ich probiere es trotzdem. Ich gebe nicht auf. Ich bin Glabur, der alles... Och, leckt mich doch. Der alles kompliziert macht. Okay, wir sägen dann hier. Ein bisschen kürzer. Alles klar. Oder muss ich die Äste abschneiden, dass das der Bug ist, dass das dann nicht richtig funktioniert?
ganz hoch machen. Den dann senken. Wie soll ich denn den da jetzt reindrücken? Guck mal, jetzt fängt er das Flippen an. Ich sage, das liegt an den Ästen. Dass das nicht funktioniert mit Ästen. Können wir die so abschneiden jetzt? Tja, jetzt probieren wir das nochmal. Den Winkel verkürzen, runterlassen. Boah. Na, warte mal. Wenn ich so beigehe, dann so mache. Hey. Noch ein bisschen höher, so. Und dann ein bisschen. Jetzt hat er es gemacht. Okay, und weggefressen. Okay, 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 okay. Ich muss jetzt erstmal Äste schneiden. So. Wir brauchen kahle Stämme anscheinend. Dann ist es leichter. Ey, nee, 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 nee. Was ist das denn hier? Naja, ein Bug anscheinend. Okay. So machen. Ah, damit hätte ich nach Wetten das gehen können, das sage ich euch. Ja, hat man das gesehen? Ah, jetzt haben wir ihn. So. Jetzt kann ich mich aber so dran erinnern, warum ich kein Holz mehr machen wollte. Nein, ich will einfach die Kohle haben, Leute. Also das muss ich euch ganz ehrlich sagen. 2000 kann ich mir einfach nicht durch die Lappen gehen lassen. Echt nicht. So, ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei Landwirtschaftssimulator 2015. Wir hören uns natürlich morgen wieder mit diesem tollen... Ey, ich bin doch unten verdammt. Naja, das wird nicht funktionieren, das glaube ich nicht. Ich glaube, da wird er rausrutschen, oder? Komm, dann probieren wir jetzt noch.
So. Ach scheiße. Sind wir ja ausgestiegen. Aber hat's geklappt. Haben wir geschafft. Den saugt der schon ganz langsam ein. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank. Bis zum nächsten Mal bei Landwirtschaftssimulator. Bis denn. Tschüss.